Und willkommen zu einem weiteren Part von Secret of Mana. Ja, das hier ist unsere Drachenlanze. Und die Hand hatten wir, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, ob ich den Runenspeer schon mal gezeigt habe. Auch eine coole Geschichte. Den habe ich schon gezeigt. Ja, unser neuer Bogen. Ja, ich fand beinahe hier diese. Fand ich eigentlich beinahe cooler als diesen hier. Aber der. Ja, der ist halt etwas filigraner und so. Verdammnisbogen. Den habe ich jetzt aus dem Ork geschmiedet, den wir zum letzten gekriegt haben. Und ja, hier eine Diamantpeitsche haben wir jetzt. Und das ist die achte Peitsche. Aber es gibt, wie ihr seht, noch eine. Und ja, es gibt dafür noch ein Ork. Aber dazu später mehr. Und ich bin jetzt hier im Schneelöwendorf, weil ich. Es gibt wieder mal Cutscenes. Die will ich euch jetzt noch schnell zeigen. One night is 50 GP. Stay the night. Stay the night. All the seals on the seats have been broken. I never thought it'd come to this. Hey, guys. What's bothering you? It wasn't possible before, but I've got an idea for the mana seeds. If we planted them, maybe they'd sprout. Huh? That's impossible, isn't it? Yeah, I think so. But it would make sense for a mana seed to grow into a tree if it were planted. When you put it that way. And most trees make more seeds the more they grow. Yes. So if we grew a mana tree, we can make more mana seeds, right? And if we've got so many mana seeds, you wouldn't mind if I ate one, right? Just to taste it? Wait, what? You still want to eat one? Ja, halt, sie ist halt noch tatsächlich noch ein Kind und in ihrem kindlichen Gemüt halt. Am Grunde hat sie natürlich recht, Samen pflanzt man und daraus wachsen neue Pflanzen. Unter Umständen auch Bäume natürlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir müssen noch gucken. Nein, wir speichern vorerst nicht. Ich glaube, 3 waren es oder so. One night is 50 GP. Ja, ja. How does something as huge as the mana fortress stay in the air? It's mana. Mana can do all that? There's enough firepower in there to destroy the world. That's crazy. It still yeah. feels like a fairy tale, even though I know you've got the legendary mana sword. Ja, die Natur der Mensch ist nur leider sehr selbstzerstörerisch. Hard to believe it's got that much power. You know. Hmm? Gotta say, I know it's evil and all, but the mana fortress does look pretty cool. Think before you talk. Now is not the time. I agree. It does look impressive. Ugh, focus, you two. Yep. Natürlich ist sie sehr beeindruckend. Den Spielstand speichern. Nein. Wie gesagt, die Mana-Festung ist ja im Grunde so ziemlich das letzte. Ja, ja. Was wir betreten werden, ich weiß gar nicht, wie das damals war. Ich glaube. Der Endkampf war noch irgendwo anders. Er war nicht direkt in der Mana-Festung, glaube ich. Aber das werden wir ja dann sehen. All the Imperial subjects that we've met have been normal people. So what about the generals? What do you mean? We just assume they're bad guys because they're leading the enemy forces.
But what if they've got reasons? I think I see what you're getting at, bro. The mana power might be too much for the Emperor and his forces to resist. We need to figure out what's behind the corruption. Get at the root of the problem. This is the most serious you two have ever been. I can't explain it. Maybe it's just my sprightly intuition, but something about this isn't right. I feel the same. Me too. No matter what's behind this, we gotta stop it. Right. Yep. You're good at making complicated things sound easy, sis. I can't tell if that's a compliment. We still have... Come on, guys. We've got work to do. Yep. Bisschen ist noch... Und mal sehen, ob ich dieses Let's Play erst abschieße und vielleicht später noch einen kleinen Bonus-Part mache mit allen, mit den voll aufgestempelten Waffen und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, dauert doch eine ziemliche Zeit, alles jetzt aufzuhören. Wie gesagt, nur für den letzten Kampf ist es im Grunde kaum nötig, weil wir jetzt schon stark genug sein dürften, um den maximalen Schaden rauszuholen. Originally, I left Pandora with you to find Dyluck. Got on the field. Okay, mit Dyluck schon wieder. I never thought this would turn into such a long adventure. I'm glad you came, though. Yes, me too. I'm happy to be with you both. Ah, you'll make me blush. Don't get used to it. But I wanted you to know that I would never have made it this far without such good friends. Remember when we first met, and you were about to become a goblin feast? You grew up. Now you really act like ja, a hero. Ja, hier wird es nochmal erwähnt, in der Tat, dass er ja von den Goblins gefangen wurde. Aus irgendeinem Grund kannte das Spiel die Szene, wenn man halt was anders, einen anderen Weg geht. Also wenn man zuerst Richtung Pandora geht, und einen bestimmten Punkt überschreitet, fragt man nicht, welcher das ist, dann wird ja, kommt ja die Szene nicht und man, und sie kommt etwas später erst ins Team, ist sehr merkwürdig, aber ist halt so. Thanks. Don't doubt yourself, okay? Ich habe euch ja die Goblin-Szene in einem Spezialpart schon gezeigt. And you're still a bratty little sprite, but I have to admit that it's never boring with you around. Ja, in der Tat. Are you sure that was a compliment? What? I'm kidding. Thanks for everything. I'm so glad I met both of you. Ja, gut. Die sind schon lustig. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt noch ein Stückchen weiter auf der Insel kämpfen und dann hoffe ich mal, dass erst nach der Insel oder so, also oder nach dem reinen Land wieder Cutscenes dazukommen. Hast du noch eine für uns? One night is 50 GP. Ja, und wie ihr seht, wir haben schon 1 Million Goldmünzen inzwischen. Okay, das war's. Sehr schön. Aber wir haben, ja, wir haben wieder die besten Rüstungen, haben wir, die wir für Geld haben können, haben wir inzwischen. Und da haben wir sogar etwas gespart, weil ich die 3 Schienen gefarmt habe von den Rittern. Die Armschienen. Was, wie gesagt, nicht, wirklich nicht allzu lange gedauert hat. Und... There. Wie gesagt, die restlichen Uniformen, es gibt noch ein paar, einige bessere. Die müssen wir uns jetzt mühsam erfahren von den Gegnern. Wie gesagt, ich habe mir auch schon rausgesucht, welche Gegner das sein werden. Ich hoffe, dass die Übersetzung, wie gesagt, einige Gegner haben ja der neuen Fassung, neuen Übersetzung, andere Namen und so weiter. Und daher könnte das etwas komplizierter werden, aber...
schon tot. Ja, wir waren, hier habe ich schon den ersten Drachen besiegt. Ich glaube, es kommen mindestens noch zwei. Mach schon. Oh, das gibt's nicht. Die kann nicht zaubern. Ah, hier ist eine Truhe. Moment mal, wir werden die Truhe jetzt mal scannen, weil es heißt, ich weiß nicht, ob es wirklich war, aber ich habe gehört, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit bringt, wenn man die Truhe vorher scannt. Ah, Schokolade. Dass die seltenen Drops kommen, aber anscheinend doch nicht. Schade. Ah, okay, wir haben Stufe 1 erreicht. Help us, Luna. Sehr gut. Moon Energy. Sehr, sehr gut. Crit. Ja, ich glaube, dieses macht auch, dass wir mehr critten oder so. Der Zauber ist auch egal. Okay. Kontermagie. Natürlich verfehlt, was sonst? War jetzt schon tot oder was? Ist der irgendwo weiter hier? Ja, wie gesagt, hier sind die etwas unübersichtlich in diesem engen, dichten Wald und so weiter, die Karten. Verfehlt. Vielleicht aktiviert er mal. Rüm. Natürlich verfehlt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Zauber, der die lächerlich hohe Verfehltrate irgendwie. Bisschen verkleinert oder so, aber okay, hier ist nichts. Hier müssten wir jetzt, glaube ich, nee, noch nicht. Yeah.
Okay, macht ein magisches Schutzschild. Laut nach oben. Genau, hier konnten wir ja nicht weiter, aber wir haben den. Continue on. Shall I save your game? Ja, warum nicht? Ja, ich muss aufpassen. Oder ich kann ja auch auf einem anderen Spielstand speichern zur Not. Wie gesagt, ich will von diesen Greifen. Clown-Typen. Noch einen Helm haben. Aber ihr seht, hier lassen die nur sehr selten Truhen. Aber das mache ich alles natürlich offscreen. Okay, sind die Dinger schon wieder hier? Ja, versucht zu fixen, mal mit dem. Vielleicht funktioniert's ja. Okay, da geht's lang und da geht's lang. Geh mal hier rein. Okay, hier ist das scheiß Zeit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, der reicht ja um 200. Doch, er hat ein paar Schaden jetzt genommen. Gut. Okay. Na, nimmst du mal die Truhe? Drachenspirale, Moment. Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? In der Tat, hier. Was haben wir denn hier? Das ist die Drachenspirale und das ist. Ach, Kobra-Armor, gut, den hatten wir schon vor. Okay, der ist besser als den, den wir jetzt haben. Aber warum nicht? Dann legen wir den doch mal an. Okay, sehr merkwürdig. Aha, okay, hier haben wir einen neuen. Gucken, die Riege. Nein.
Reagierst du auf Eis, weil du siehst so feurig aus? Höllenphönix heißt der Typ. Brimm, mach mal Eisschwert für alle. Popoi, du machst mal. Schon down. Gibt der uns was? War mir doch so gewesen, als ob das der nochmal wiederkommt. Bravo. Das war mir doch, als ob der nochmal wiederkommen würde. Ja, das ist ein Lanzenorb. Gucken. Ich war schon Nummer 8, okay. X-Peak. Steht bei mir. Moment mal. Aber nee, die sind noch nicht so gelevelt, die Waffe, okay. Gucken, hat Ena schon seine Waffe voll? Nee. Die hier fast, okay. Das war halt ein Ohr für einen Speer. Okay. So, geht's hier noch irgendwo weiter? Ja, da drüben, okay. Prim. Der kann wohl die alle gleichzeitig bezaubern, oder? Okay, Stufe 2, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und ich denke... Oh nein, jetzt haben wir wieder irgendwie ein Eis. Was? Sie konnten den treffen. Oh, jetzt hat irgendwer hat jetzt wieder Eis auf seiner Waffe. Warum? Ich denke, das sollte nicht so sein, weil ich glaube nicht, dass... Oder, warte mal. Moment, ich hab doch... Naja, die Drachenspirale macht nicht Eis. Laut dieser Liste. Schwert erhöht die Stärke um 2. Umrang... Fügt Reptilien und Schleimmonstern erheblichen Schaden zu. Und das Ding macht. Fügt Drachenmech erheblichen Schaden zu. Also, das ist alles. Hat alles nichts zu tun mit. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, irgendeiner. Irgendwie macht den Viechern hier Eisschaden. Ich denke mal, das ist auch ein Bug. Das sollte normalerweise nicht passieren, denke ich mal. Energie-Such.
Ah, Moment, wir brauchen... Wir brauchen... Wo ist er? Dich? Gelee Royal, na gut, bitte. Ah, ich denke, wir werden den Part jetzt mal hier beenden. Ah ja, okay, hier geht's sowieso zum Speichern. You must defeat the dragon in the forest. To the nächsten Part werden wir uns im nächsten Drachen stellen. Und bis dahin werde ich versuchen, noch mal ein paar von diesen Typen zu killen, ihr wisst schon, den Drachenhelm zu kriegen. Ich speichere jetzt hier mal, ja. Ich möchte mich wieder bedanken dafür, dass ihr mir zugesehen habt. Wer mag, kann ein Like hinterlassen oder einen Kommentar oder ähnliches. Bis zum nächsten Part, wenn wir uns dem nächsten Drachen stellen. Ich weiß nicht, ob es ein blauer oder ein roter sein wird. Aber einer von beiden wird es sein. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen.